Anfang 2011 überlege ich, ob eine Extremwanderung im Himalaya in meinem Alter, ich bin 69 Jahre alt, noch machbar ist. Ich traue mir dies zu und finde im Internet eine Beschreibung der Annapurna-Runde in Nepal. Nach den Ausführungen von Wanderern, die diese Tour erfolgreich bewältigt haben, ist es eine der schönsten Hochgebirgswanderungen der Erde. Gedacht, gebucht, die Wanderung auf dem Dach der Welt führt etwa 235 Kilometer bis auf eine Höhe von 5416 Metern rund um das Annapurna-Massiv. Der Trek beeindruckt durch gute Infrastruktur und die faszinierenden Gebirgsriesen des Himalaya. Ich wandere mit einer Gruppe von 8 Personen, alle Englisch sprechend und viel jünger als ich. Beides ist aber kein Problem. Die Annapurna-Runde wird oft scherzhaft als Apple Pie Track bezeichnet, da man hier von der Ebene bis hinauf zum Pass noch Kuchen, Cola, Kaffee, ja sogar Bier und alles Notwendige kaufen kann. Es gibt auch eine Vielzahl von guten Unterkünften. Nur die sanitären Anlagen sind für uns Europäer ziemlich gewöhnungsbedürftig. Der Annapurna-Trek ist eines der Highlights in meinem Wanderdasein und ich kann dieses Erlebnis nur weiterempfehlen. Falls Sie keine eigene Reise dorthin unternehmen wollen, wünsche ich viel Spaß bei diesem Reisedokument in bewegten Bildern. Wir starten in den Besi Sahar auf einer Höhe von ca. 800 Metern. Bis zum Ausgangspunkt für die Passüberquerung gehen wir in Tagesetappen von 5 bis 9 Stunden langsam entlang des Marsiandi-Flusses in schönen Tälern. Mit zunehmender Höhe verändern sich ständig Fauna und Flora und natürlich auch die Temperatur. Von subtropischer Vegetation bis zu kahlen Hängen, fast ohne Pflanzen. Von Bulbule, wo wir übernachten, geht es zur ersten längeren Tagesetappe nach Bahundunda. Zunächst überqueren wir einen Wildwasserfluss auf einer nicht sehr stabil aussehenden Brücke. Und dann taucht mein erster Berg über 8000 Meter Höhe auf. Es ist der Manaslu mit einer Höhe von 8163 Metern. Eine derartige Wegführung kann man sich auch in den Alpen vorstellen. Heute Morgen kommen wir gleich auf Betriebstemperatur bei diesem Anstieg. Am nächsten Morgen bin ich Zeuge mit der Kamera, wie die Träger unsere Rücksäcke verpacken. Mein grüner wird auf dem anderen fest verzurrt. Danach kommen noch ein paar kleinere dazu. Über die gesamte Last kommt ein Regenschutz. Und so können ca. 35 bis 40 Kilogramm zusammenkommen. Damit laufen unsere Träger die gleiche Strecke wie wir, nur schneller. Auch wir machen uns auf den Weg und gehen gemeinsam mit einer Muli-Karawane den steilen Pfad hinab. Bei einer Begegnung mit den Mulis sollte man immer an der Bergseite stehen, denn die Tiere nehmen auf Wanderer keine Rücksicht. Sie könnten unvorsichtige Zeitgenossen den Abhang hinunterstürzen. Himalaya at its best. Jetzt wird es wirklich atemberaubend. In absolut jeder Hinsicht. Der Weg ist spektakulär. Wir erreichen den Manang-Bezirk. Hier ist die Bevölkerung tibetisch und buddhistisch geprägt. Unser Hotel in Chamé. Flaschenrecycling auf nepalesische Art. In dieser Küche mit offenem Feuer wird unser durchaus schmackhaftes Essen zubereitet. Und dann geht es auch weiter nach Pisang auf 3300 Meter Höhe. Auch dieser Teil der Wanderung durch Kiefernwälder könnte in den Alpen liegen, wenn nicht die Stupas und die viel höheren Berge wären. Das Drehen von Gebetsmühlen verspricht gutes Karma. Wir drehen mit. Dörfliches Leben auf über 3000 Meter Höhe. Die Route muss Pepsi-Cola, nicht Coca-Cola heißen. Die Muli-Karawane geht problemlos über eine schwankende Hängebrücke. Das müssen sie tagtäglich mehrfach tun. Kein Ortseingang ohne Gebetsmühlen. Das Drehen wird für uns langsam zur Routine. Im Hotel in Pisang nähern sich die Temperaturen auf 3300 Metern Seehöhe langsam dem Gefrierpunkt.
Heute besichtigen wir noch ein buddhistisches Kloster, rund 150 Meter oberhalb des Ortes. Von hier oben haben die Mönche tagtäglich einen grandiosen, unverbaubaren Blick auf das Annapurna-Massiv. Auch auf 3500 Metern Höhe gibt es noch Mountainbiker. Ob der wohl auch über den Pass will? Der Pfad von Pisang nach Manang ist für seine exzellenten Ausblicke berühmt. Wir erreichen Manang auf 3540 Metern Höhe. Hier legen wir einen Akklimatisierungstag ein. Wir sind jetzt 6 Tagesmärsche von einer Straße entfernt und das ist irgendwie ein erhabenes Gefühl. Am nächsten Tag steigen wir zur Akklimatisierung auf den gegenüberliegenden Hang. Im Hintergrund hat sich ein Gletschersee gebildet. Ja, auch im Himalaya schmelzen die Gletscher, wie überall auf der Welt. Blick auf Manang mit seinen eigenwillig konstruierten Häusern. Wir müssen uns in dieser Höhe auf das langsame Tempo gewöhnen, mit dem es weiter zum Thorong La geht. Am Nachmittag schlendere ich nochmal durch den Ort, gehe ins Museum und fange einige Szenen spielender Kinder ein. Am nächsten Morgen stehe ich schon früh auf, da ich ziemlich schlecht beziehungsweise überhaupt nicht geschlafen habe. Es wird doch nicht wohl die Höhenkrankheit sein? Nein, ich bin nicht krank. Ich kann weiter wandern. Wir wandern weiter nach Yakaka. Der Ort liegt auf über 4000 Metern Höhe. Es sind zwar nur 7 Kilometer Entfernung, aber die Höhenmeter und der Sauerstoffmangel machen sich bei allen Wanderern bemerkbar. Doch die einmalige Landschaft entschädigt für alle Anstrengungen. An einer Stupa machen wir unsere erste Pause, bis unser Assistentführer Shaka uns mit seinem Jam-Jam zum Weiterwandern animiert. Diese Balken haben wir später auf über 5000 Meter Seehöhe wiedergesehen. Wir befinden uns jetzt in einer hochalpinen Region. Dann ist Yakaka erreicht. Die Temperatur in den Räumen ist unterhalb des Gefrierpunktes und obendrein zieht es durch Fenster und Türen. Früher Morgen, Yakaka. Wir wandern heute in Richtung Pass. Es steht die Wanderung durch alpines Hochland nach Thorong Pedi an. Die Vegetation wird immer spärlicher auf über 4000 Metern Höhe. Einen Fehltritt sollte der Wanderer sich hier nicht leisten. Es geht verdammt steil bergab. Dann ist unsere nächste Unterkunft erreicht, Thorong Pedi. Aber es steht noch der Akklimatisierungsmarsch an, etwa weitere 500 Höhenmeter bis zum Highcamp. Was hat denn der hübsche Vogel auf dieser Höhe im leichten Schneetreiben verloren? Morgen früh werden wir diese Strecke, aber mit Rucksack, nochmal gehen. Es ist kurz nach 4 Uhr morgens, als wir aufbrechen. Wir sind vor dem großen Aufstieg aufgeregt. So viele Horrorgeschichten haben wir gehört. Metertiefer Schnee, der den Pass unbegehbar macht. Höhenkrankheit, Kopfschmerzen, Stürze. Geschichten, die in der Fantasie zu Albträumen werden. Jeder ist mit sich selbst und seinem Rhythmus beschäftigt. Dann kommt das Licht. Die Berge leuchten, scheinen von innen heraus zu strahlen. Überirdisch. Alle Bedenken sind verflogen. Der nächste Hang ist verschneit. Jetzt muss jeder auf seine Schritte achten. Ein Ausrutschen hätte fatale Folgen. Die Luft ist hier sehr dünn, knapp 50% Sauerstoffangebot verglichen mit Meereshöhe. Dies lässt uns tiefer und schneller atmen. Aber das Bilderbuchwetter lässt Hochgefühle aufkommen. Geschafft. Oben auf dem Thorong La. Gegen 8.40 Uhr. Dann stehen wir in einem Meer von Gebetsfahnen. Und jetzt der O-Ton nach Erreichen des Passes. Es ist vollbracht. Wir haben den Pass geknackt. Wir sind auf 5416 Metern Höhe. Wir sind sicherlich alle sehr froh. Heute ist das Wetter besonders schön. Noch nicht mal windig ist es hier. Aber jetzt muss ich mich erstmal entspannen. Bei diesem Kaiserwetter
kann man natürlich nicht sofort wieder absteigen. Die obligatorischen Bilder am Pass müssen geschossen und die Landschaft in Ruhe genossen werden. Dann brechen wir auf ins Tal, ins 1700 Meter tiefer gelegene Muktinat. Am nächsten Morgen besichtigen wir die Tempelanlage. Sie besteht bereits seit etwa 3000 Jahren. Hier zeigt sich die Symbiose zwischen Hinduismus und Buddhismus. Denn beide Religionen teilen sich nicht nur den Tempelbezirk, sondern sie sind auch eng verwoben. Hier sprudelt aus 108 Hähnen in Form von Bullenköpfen das heilige Wasser einer Quelle. Das Wasser ist eiskalt und es muss ein brennender Wunsch sein, hier ein heiliges Bad zu nehmen. Ein letzter Blick von der Tempelanlage auf das Dhaulagiri-Massiv. Dann geht es weiter Richtung Jakot. Hier müht sich ein Kind ab, etwas Mehl zu mahlen. Dann ist plötzlich Kakbeni in Sicht, mit seinen grünen Plantagen. Man fühlt sich in eine andere Welt versetzt, denn nach Tagen der Schnee- und Steinlandschaften tut das intensive Grün den Augen gut. Bei der Ortserkundung kommen uns diese beiden Träger entgegen. Unglaublich, welche Gewichte die schmächtigen Träger bewegen können. Da kann Tim, unser walisischer Australier, auch nur staunen. Am nächsten Morgen schaue ich mir von der Veranda des Hotels unseren weiteren Wanderweg an und erblicke den weißen Nilgiri. Teilweise führt die Wanderung durchs Flussbett des Kali Gandaki. Dann erreichen wir Yomson. Es ist eine windige, staubige und wenig ansehnliche Stadt. Nach dem Mittagessen wandern wir weiter die staubige und windige Straße nach Marpa. Marpa liegt von Wind und Sandböen geschützt in einer Bergeinbuchtung. Um den Ort herum gibt es viele Apfelbäume. Mit seinem gepflasterten Gassengewehr zeigt sich das Takali-Dorf sauber und reizend. Ich besuche noch das buddhistische Kloster. Wir wandern dann weiter entlang des Kali Gandaki, der durch die tiefste Schlucht der Welt führt, 6000 Meter Höhenunterschied. Später fängt es an zu nieseln und wir sind froh, Tatupani zu erreichen. Wir gehen heute tausende von Stufen empor. Laut Wanderprofil geht es morgen genauso tief wieder herunter. Knie, haltet durch. Terrassenbau und Landwirtschaft bestimmen das Bild. Sehr abwechslungsreich, es gibt immer etwas zu bestaunen. Einige Höhenmeter vor Gorepani stehen die ersten knorrigen Rhododendronbäume. Ja, hier wachsen uralte Bäume, keine Büsche wie bei uns. Am nächsten Morgen stehen wir vor Sonnenaufgang auf, um Poon Hill zu erreichen. Der Aussichtspunkt liegt 350 Meter oberhalb von Gorepani und bietet einen tollen Rundumblick über das Annapurna-Massiv. Nach dem Frühstück geht es wieder den Berg hinab. In die am Wege liegenden Orte muss alles getragen werden. Auch der letzte Wandertag führt weiter bergab nach Biretani. Dann ist Biretani erreicht. Wir sind wieder in der Zivilisation angelangt. Hühnchentransport auf Nepalesisch. Mit dem Bus geht es über Pokhara zurück nach Kathmandu. In der Ramdudel Bar wird Abschied gefeiert. Wie alle Gruppen gestalten wir grafisch einen näheren Jedi-Fuß, der dann in der Bar aufgehängt wird.